Hey zusammen, ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt's ein richtig cooles Halloween-Rezept. Ich möchte eine Biskuitrolle machen mit so einem Muster drauf. Und das möchte ich euch heute auch zeigen, wie ihr ein Muster auf euer Biskuit bekommt. Und ich habe das jetzt selber aufgemalt. Ihr könnt es aber auch ausdrucken. Und ich möchte das Ganze natürlich auch herbstlich füllen. Also fülle ich das Ganze mit einer Sahne-Mascarpone-Creme und karamellisierten Äpfeln. Und ich fange jetzt auch schon direkt mit dem Biskuit an und zeige euch, wie das funktioniert. Für mein Biskuit schlage ich jetzt erstmal Eier auf. Ich habe hier 5 Eier. Und dann kommt hier noch Zucker mit rein. Und für den Geschmack noch Vanillepaste. Ich mache ungefähr so 2 Teelöffel rein. Und dann wird das Ganze hier für 7 Minuten ungefähr richtig kräftig aufgeschlagen. Und in der Zeit mische ich meine trockenen Zutaten, also Mehl, Speisestärke und Backpulver. Und dafür benutze ich hier dieses Mehl hier. Das ist von Mühlenkönig, von der Friesinger Mühle. Das ist Weizenmehl, Typ 405. Oder ihr könnt auch Dinkelmehl benutzen. Das habe ich auch von der Friesinger Mühle. Das ist Dinkelmehl Typ 630. Das ist mein absolutes Lieblingsmehl. Ihr könnt das auch statt Weizenmehl nehmen. Und da müsst ihr auch nichts an dem Rezept ändern. Leider gibt es dieses Mehl hier nicht mehr in meinem Online-Shop, weil mein Online-Shop ja schließt. Aber ich setze euch unten mal einen Link rein, wo ihr die beiden Mehle bekommt. Weil die haben wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Und damit kann man richtig, richtig gut backen. Schaut mal, meine Masse sieht richtig gut aus. Sie ist richtig gut aufgeschlagen. Und hier siebe ich jetzt nach und nach meine Mehlmischung rein. Also ich würde das so in 2 oder 3 teilen. So. Und dann vorsichtig unterheben. Und ich habe gerade schon meinen Ofen vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Ich mache jetzt ganz wenig Teig in 2 Schüsseln rein. Eins müssen wir nämlich schwarz färben und eins orange. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Orange, deswegen also nicht zu viel. So. Ich habe jetzt ein paar Tropfen schwarz reingegeben und hier ein paar Tropfen gelb und rot, weil ich kein Orange habe. Und das verrühren wir jetzt mal. Und die füllt ihr jetzt in Spritzbeutel. Ich hatte keine Plastikspritzbeutel mehr da. Deshalb habe ich mir schnell welche aus Backpapier geformt. Und hier kommt jetzt die Masse rein. So, dann nehmt ihr eure Vorlage und legt euer Backpapier da drauf. Ich lege hier jetzt mal was Schweres drauf, damit sich das nicht so sehr verschiebt. Und fange mit Schwarz an. Und hier müsst ihr euch jetzt ein bisschen beeilen. So, mein Blatt darunter verschiebe ich jetzt einmal. Und mache hier dann weiter, bis mein ganzes Backpapier voll ist. Passt aber nur auf, dass ihr oben und unten etwas Platz lasst, weil auf dem Backblech muss man das ja hier knicken. Und deshalb einfach oben und unten ein bisschen was freilassen. So, wenn ihr das dann habt, kommt das Ganze auf ein Backblech. Und dann kommt das für ungefähr eine halbe Minute in den vorgeheizten Ofen. Das muss wirklich nur kurz antrocknen und dann machen wir weiter. So, schaut mal, wirklich nur ganz kurz in den Ofen, weil der Ofen ist ja jetzt schon sehr heiß. Und jetzt machen wir mit Orange weiter. Und mit dem Orangen füllen wir einfach nur die Kürbisse aus. Versucht das Schwarze aber nicht zu verschmieren, weil es ist jetzt nicht ganz fest. So, wenn ihr fertig seid, dann kommt das wieder in den Ofen. Jetzt aber ungefähr eine Minute, weil das jetzt ein bisschen dicker ist.
Okay, ich habe es jetzt doch für 2 Minuten drin gelassen. Hier hat sich jetzt so eine dünne Haut gebildet. Ihr müsst jetzt aber trotzdem, schaut mal, sehr vorsichtig sein. Die restliche Masse habe ich jetzt noch mal ein bisschen so umgerührt, vorsichtig. Und gebe das jetzt über die ganzen Kürbisse. Das verstreiche ich mir jetzt gleich. Auch hier jetzt nicht zu viel Druck, nur wirklich ganz vorsichtig so drüber. Und dann kommt das auch wieder direkt in den Ofen. Mein Biskuit war jetzt so 7 Minuten im Ofen und jetzt habe ich das direkt rausgeholt. Ich löse einmal die Seiten. Dann bereite dir ein sauberes Geschirrtuch vor und dann kommt da Zucker drauf, damit später der Biskuit nicht festkleben bleibt. Und ich habe hier ganz schnell noch eins vorbereitet auf einer Platte, weil ich muss das jetzt 2-mal drehen. Also dann nehmt ihr den heißen Biskuit und wendet den einmal auf die Platte. So, dann ziehen wir das Backpapier direkt ab, ganz vorsichtig. Und das Ganze drehe ich jetzt auf das andere Geschirrtuch. Und das wickele ich jetzt vorsichtig auf und lasse das einmal aufgewickelt auskühlen. Als nächstes bereite ich hier meine Apfelfüllung vor. Und da habe ich einfach 2 Äpfel klein geschnitten. Da mache ich jetzt 2 Esslöffel Zucker drauf. Und dann kommt noch Zimt rein, je nach Geschmack. Dann wird das Ganze so ein bisschen angedünstet. Und wenn die Äpfel so ein bisschen weich sind, dann einfach zur Seite ziehen und auskühlen lassen. Dann geht es weiter mit der Sahne-Mascarpone-Füllung. Ich habe hier jetzt Sahne, Mascarpone, Zucker und Sahne steif drin. Und das Ganze schlage ich jetzt auf. Und zum Schluss kommt dann noch Frischkäse drunter. Dann sind wir soweit und ich rolle mein Biskuit wieder auf, der ist ausgekühlt. So, ganz vorsichtig. Als erstes kommt da meine Creme drauf. Und jetzt verteile ich meine Äpfel da drauf. Und jetzt rollen wir das ganz vorsichtig auf. Ich habe meine Biskuitrolle jetzt auf eine Platte gelegt, ganz vorsichtig, und schneide jetzt vorne und hinten ein Stückchen ab, damit das hier alles ein bisschen schöner aussieht, also der Anschnitt. Das war's auch schon, Leute. So einfach könnt ihr eine Biskuitrolle machen mit einem richtig coolen Motiv drauf. Ihr könnt natürlich auch ganz andere Motive drauf machen. Ihr braucht einfach nur ein bisschen Geduld und ihr müsst ein bisschen schnell sein. Und ich habe hier auch eine andere Kombi wie eine ganz klassische Biskuitrolle. Also ich habe hier keine Beeren drin, macht man ja sonst immer gern. Diesmal sind da Äpfel drin und ganz ehrlich, ich habe das selber zum ersten Mal gemacht und ich stelle mir die Kombi einfach richtig lecker vor. Und ich werde es auch direkt probieren und euch jetzt dann auch direkt berichten. Okay, ich mag das gar nicht, vor der Kamera zu essen. Ja, also ich muss sagen, es ist wirklich richtig lecker, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist wirklich sehr herbstlich, aber auch winterlich. Also falls ihr irgendwie später dann ein winterliches Rezept braucht, könnt ihr diese Füllung auf jeden Fall benutzen. Ich esse jetzt mein Stückchen hier noch zu Ende und dann ja, mache ich mal weiter. Ich muss noch meine Küche aufräumen. Und euch wünsche ich sehr viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.